Hallo, ich bin Lara von High Five und neben mir sitzt Yannick. Hi. Moment, ich glaube, wir sitzen irgendwie falsch. Sorry. Das könnte jetzt ein bisschen komplizierter werden. Danke. Au, au, au. Jetzt richtig. Lia XGRHSX schreibt, versteht mich nicht falsch, ich liebe eure Lieder, aber über solche Videos freue ich mich immer noch mehr. Was ein Glück, dass wir gerade eins drehen. Let's go! The Fresher Dude schreibt, kenn euch kaum, aber dank eurem Lied habe ich jetzt eine neue Freundin. Danke. Und daraufhin haben wir ihm geantwortet, dass er uns ja doch die Geschichte erzählen kann. Er musste es aber nicht, hat es aber trotzdem getan. Er hat geschrieben, High Five, mache ich trotzdem. Ich klickte mich durch die YouTube-Startseite und zwischen Fußball und anderen Videos war euer Lied. Ich habe mir das Lied angehört und gedacht, Alter, jetzt sag es ihr schon. Am nächsten Morgen sage ich ihr, dass ich in sie verknallt bin und den Tag danach sind wir zusammen. Das ist voll süß. Mhm. Und jetzt, wegen eurer Liebe, bekommt ihr von uns einen original limitierten Regenbogen-Einhorn-Kaki, präsentiert von unserer reizvollen Assistentin Laura. Melissa C. schreibt, ihr seid so süß. Bekomme ich ein Herz von euch? Natürlich bekommst du ein Herz von uns. Aber weil wir so nett sind, bekommst du nicht nur irgendein Herz von uns. Du bekommst ein ganz besonderes Herz. Ich an dich denke nur, ich möchte dir so gern mein Herz und noch ganz andere Sachen schenken. Du bekommst das Original Kuschelherz aus Sprich mich endlich an, du Honk, welches Lina geknuddelt hat, präsentiert von unserer reizenden Assistentin Laura. Michael Satison schreibt, das Lied ist voll hässlich, ich mag dieses Lied nicht. Meine Schwester guckt es die ganze Zeit an. Ich mag euch nicht, hört auf mit YouTube. Wenn du das unbedingt willst, dann werden wir unseren Kanal abschalten. Laura, kommst du mal? Ja. Unsere reizende Assistentin Laura wird jetzt unseren Kanal abschalten. Drück den Kanal-Abschaltknopf. That was easy. Glaubst du im Ernst, wegen dir kleinen da machen wir unseren Kanal zu definitiv nein? Junior Skull schreibt, bekomme ich den Kameramann? Nein, das ist unser Kameramann und den benutzen wir gerade. Lara sagt nicht benutzen, ich bin kein Ochse, den man vor den Flug spannt und ich bin auch kein Hund, der auf das Haus aufpasst. Ja, komm, ja, komm, ja, mach Männchen, ja, mach Männchen. Ja, ja, komm, guter Hund, komm. Typisch unterstrich Julia sagt, Lara ist so schön. Oh, das ist voll lieb von dir. Guck, Papa, ein anderer Mensch außer mir sagt, dass ich toll bin. Schenk ihr doch was. Ja, ja, sie kriegt eine High-Five-CD und was mit meinem Namen und ein Kissen und ganz viel und mein Papa und mein Geld und mein Bett und was noch, alles Mögliche, alles, was du finden kannst, bring ihr das. Und den Hund. Ja, genau, den Hund auch. Und Wasser. Und ein leeres Glas und nein, Laura nicht. Lara, reicht. Ja. Vielleicht findet sie dich gar nicht schön. Victoria's Rain schreibt, oh oh, ich habe den Like-Button geschlagen. Jetzt ist er blau. Seid ihr sehr böse? Nein, wir sind nicht böse. Wir haben dich ganz doll lieb. Und der Like-Button, der findet das eigentlich auch toll, weil das ist seine Ausgangsfarbe. Und wenn er blau ist, dann ist er glücklich. Und dann sind wir auch glücklich. Schallplatten schreibt, soll ich jetzt eigentlich auch einen Kommentar voller Sülze schreiben, nur um einmal ins nächste Video zu kommen? Du hast unser Konzept verstanden. Und deshalb bekommst du von uns original High-Five Schweinskopf-Sülze. Präsentiert von unserer Fleischerei-Fachverkäuferin Laura. Lecker, 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 lecker. Free Time with Pets schreibt, Hi High Five, ich habe eine Frage. Ich bin in einen Jungen verliebt, aber ein anderes Mädchen auch und geht immer zu ihm, sucht ihn und ich sehe ihn immer, traue mich aber nicht, ihn anzusprechen. Und würde ich es meinen Freunden erzählen, würden sie sich total drüber lustig machen. Könnt ihr mir einen Rat geben? Ich habe voll Angst. Yannick, geh, Mädchensachen. Okay. Laura, komm. Hallo. Na? Sag mal, Lara, was würdest du denn machen?
Also ich würde ihn einfach mal ansprechen, weil er ist ein Junge, er würde ja wohl nichts tun. Und mit den Freunden denke ich mal, ich glaube nicht, dass sie sich drüber lustig machen werden, weil die sind ja auch mal verliebt. Ja. Und du? Also ich meine, fragen tut nicht weh und wenn er es sich merkt, dann einfach drauf ansprechen. Und Jungs sind wie Klos, entweder besetzt oder beschissen. Ketchups Welt fragt, liebes High-Five-Team, ihr könnt so gut singen und ich habe eine Frage. Habt ihr die Jungs gezwungen mitzusingen? Hallo, ich bin Yannick und ich wurde in keinster Weise gezwungen, bei diesem High-Five-Video mitzumachen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde es jederzeit wieder tun. Es gab auch keine Druckmittel oder ähnliches. Lara Sophie Degen schreibt, ich liebe euch und eure Lieder. Ihr seid meine Vorbilder. Also ich bin mir nicht ganz so sicher, ob du mich als Vorbild haben willst. Frag meine Freunde, die würden dir definitiv... Nein, auf keinen Fall. Besser nicht. Also nee, nicht die. Nicht. Vielleicht Sarah. Ja, oder Lina. Lina ist ein guter Vorbild. Lina ist toll. Wir grüßen Lina. Lina, mach mal. Hallo Lina. Lina. So solltet ihr am besten, glaube ich, auch nicht unbedingt als Vorbild nehmen. Nein. Und mich auch nicht. Und unsere Aktion auch erst recht nicht. Nein. Aber Lina. Lina ist toll. Lina ist ein Vorbild. Yes. Cheyenne.bay schreibt, ich gucke den ganzen Tag eure Videos an und ich habe einen Screenshot mal gemacht und dann ganz groß ausgedruckt. Sogar alle Lieder habe ich mit Text auf ein Zettelchen geschrieben. Mein Lieblingslied ist Morgen ist egal. Oh, das ist richtig, richtig süß von dir. Und deshalb bekommst du von unserer reizenden Assistentin Laura eine Original High-Five-CD, ein Songtextbuch und natürlich ein Poster von uns. Und dann musst du auch keine schlecht verarbeiteten Screenshots machen, sondern das ist hochwertig. Und das darfst du ins Zimmer hängen, dann kannst du uns jeden Tag sehen. Und dann kannst du dran denken, dass wir dich ganz doll lieb haben. Und jetzt kommt der Preis für den beliebtesten Kommentar. Trommelwirbel! Glückwunsch, Ehrenjäger! Du bekommst von uns diese Original High-Five-Fantasche, präsentiert von unserer reizenden Assistentin Laura. Sei stolz und glücklich. Und nun der Preis für einen zufällig ausgewählten Kommentar. Trommelwirbel! Herzlichen Glückwunsch, Valentina S. Du bekommst von uns diesen Original High Five Regenbogen Einhorn Kaki plus eine High Five CD. Und jetzt noch ein ganz besonderes Geschenk an eine gute Freundin von uns von Instagram, und zwar Sandra aus Südtirol. Du schreibst immer so nette und liebe Kommentare, da wollten wir dir auch einfach mal was schenken. Und zwar bekommst du von uns einen Original High Five Schal, weil es bei euch da oben in den Bergen ja auch ziemlich kalt ist. Viele Grüße, wir lieben dich. Das war's für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir wünschen euch noch einen schönen Abend und danke auch an Laura. Wow. Sonst... Ich krieg keinen Kuss oder was? Nee, bist ein Junge. 2. Namen? Ja, ich heiße Torben. Yannick Torben? Ja. Was ein kreativer Name. Sag mal, was haben dir deine Eltern angetan, abgesehen von diesem Pullover? Den habe ich mir selber gekauft. Willst du das hier ausziehen? Dieser. Sag mal, musst du immer auf irgendwas rumlutschen, während wir drehen? Das war schon... Du hast die Haare so schön. Nein, aber die werden immer oben heller, wenn da so die Sonne drauf scheint und so. Es scheint keine Sonne. Doch, wenn das vom Schnee reflektiert wird, dann bam. Über dir ist Schnee? Nein, aber der Schnee reflektiert das Licht von unten und dann kommt das Licht wieder so auf meine Haare und dann sind sie heller. Ist okay. Geh mit der Physik weg. Was hattest du im letzten Physiktest? Ich verweigere diesbezüglich die Aussage. Okay, Yannick. Ah, jetzt habe ich auch Durst. Du weißt, ich schätze dich sehr, aber in diesem Pullover kommst du nicht als Schläger rüber. Und es ist, ich glaube, wenn du in diesem Pullover irgendjemanden bedrohst... Der lacht mich aus. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt Sonntag meinen schwarzen Gürtel im Taekwondo gemacht, also hier war nicht so stressig. In diesem Pullover? Nein.
Liegt da ein Schlüpper auf der Heizung? Sieht das ist kein Schlüpper, das ist ein Slip. Ja, der liegt auf der Heizung. Die Lara mag es gerne warm am Unterleib. Möchtest du noch ein bisschen Spanisch sprechen und mich damit langweilen, oder? Klar, ich sehe. Ey, Problem. Halt die Presse! Nur wegen meinem Pulli, ne? Hm? Der Pulli ist geil. Ich weiß. Lara? Hm? Ist das lecker? Es ist vegetarisch. Natürlich ist das lecker. Er verzichtet freiwillig auf Fleisch und isst dann sowas. Das ist echt nicht lecker. Guck! Oh, die hat noch einen selbstgestrickten Schal von mir an. Die ist selbstgestrickt? Ja. Krass. Ich kann stricken. Boah. Ich kann was. Ich hab das auch mal guck, was. Und als kleines Kind habe ich immer so mit der gespielt. Ist sie dann geflogen oder was? Nein, aber deshalb, das erklärt diesen langen Hals. Ja. Bläst du gerade eine Ente auf? Nein, ich küsse sie. Bitte schön. Let it be. Let it be. Let it go. Can't hold him back anymore. Let it go. Ich hasse mein Leben. Echt? Victoria's Rain schreibt. Oh, oh. Ich hab den Like-Button geschlagen. Oh, oh. Das ist ein Oh, oh. Das, ja, nein, ich das, nein, nicht. Nein, das ist. Ich das ist kein Oh. Was ist oh. Was hallo, ist das? Das, hallo, Yannick, das ist ein Mädchen-Oh, oh. Das heißt Oh, oh. Du, das macht schöne Unterschenkel, wenn man so viel läuft. Willst du damit sagen, sie ist fett? Ich rede von den Unterschenkeln. Ja, eben. Ich rede von den Unterschenkeln. Das ist wahnsinnig tolle Unterschenkel. Wahnsinnig. Oh. Das kommt alles ins Video. Ich ja, das erkläre ich ja alles noch. Das ist alles in einem Plan in meinem Gehirn. Oh Gott. Sie hat einen Plan in ihrem Gehirn. Premiere! Er schießt mich. Warte, lieber. Oh! 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 Oh. Oh. Yeah. Moment. Kein Rap in diesem Pullover. Lasst uns gemeinsam ein R rollen. Das war schön.